Hi Leute und willkommen zurück bei Might and Magic Hero 6. Ich bin mittlerweile hier rüber teleportiert und ich würde sagen, wir machen jetzt auf dieser Seite auch ein bisschen weiter. Ich finde hier gerade noch ein paar, was weiß ich, einen Edelstein. Und dann kam von hier unten, jetzt wird euch der feindliche Held, und ich bin mir überlegen, wobei, vielleicht kann man auch hier lang gehen. Auf jeden Fall ist das mein nächstes Ziel, herauszufinden, wo der herkam. Und hoffentlich, ja, die Quelle zu vernichten, sprich deren Stadt zu erobern. Was ist das eigentlich? Oh, das klingt nach einer Arena, das klingt gut. Ja, zählt als einfach und wir müssen uns keine Sorgen machen, da wir bei einer Arena die Truppen nicht dauerhaft verlieren. Dürfte also ganz lustig werden. Sehr schön, wir sind zuerst dran. Konstrukt mal hier den Greifen angreifen. Unser Greif darf warten. Hier greifen wir mit den Rittern an. Ihr wartet mal noch. Ihr greift mal deren Ritter an. Ja, der Greif fliegt nach oben, das war klar. Und er kommt meine Ritter angreifen. Ja, da kommen unsere Prätorianer hier nicht ran. Ihr geht mal auf die Glorien. Und dann der Greif. Geht mal hier durch. Gibt ja auch keine Gegenwehr. Ja, das war irgendwie klar, dass er da angreift. Oh, ich sollte vielleicht mal daran denken, mit meinem Skill hier mal anzugreifen, um noch ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ja, ist doch recht entspannt. Unsere Ritter gehen mal da hinten hin, da treffen sie sogar am meisten. Ihr dürft euch dort dran machen. Wie gesagt, da wir in der Arena sind, sterben die Leute nicht wirklich. Ich muss mir also keine Gedanken darum machen, Leute wieder zu erwecken. Sondern kann einfach ganz gut nicht durchbratzen. Zuerst zurück anzugreifen, ist einfach mal unheimlich praktisch. So, schafft ihr es, denen den Rest zu geben? Nicht ganz, schade eigentlich. Geht mal darauf. Ihr kümmert euch mal um die. Sehr schön, dürfen direkt nochmal. Also das ist die erste Einheit, die wir in der Schlacht töten. Und unsere Ritter wieder. Den auch noch abräumen. Ja, egal. Stirbt ja nicht. Also einfach durchschießen. Das mit dem keinen Gegnerangriff kann von dem unbedingt nicht praktisch sein, aber tendenziell müssten wir auch dabei den Effekt erzielen können, dass der Gegner nicht weiter kämpfen kann. Da müsste man damit ja tendenziell verhindern können, dass er überhaupt weiter nochmal angreifen kann und dass sie überhaupt seinen Angriff abbekommen. Ist aber interessant, ob das funktioniert. Wenn ja, wäre das unheimlich mächtig. In dem Fall nehmen wir mal das für mehr Angriff. Das Eisschild will ich mir jetzt nicht extra freikämpfen, sondern ich möchte weiter gucken, wo der hierher kam. Muss ja irgendwo hier gewesen sein. Oder nicht? Scheinbar. Ach, da ist ein Schiff, das könnte natürlich sein, dass mir das weiterhilft.
Da müsste ich mich erstmal durch euch kämpfen. Ja, machen wir mal. Angreifen. Das sollten wir ja wohl hinbekommen. Kommt er da auch netterweise direkt dran? Ich glaube, die greifen, kommen auch nach vorne. Sehr schön. Ich hätte bei denen gedacht, dass sie den Eisangriff haben. Aber das ist dann ja auch gut. Netterweise kommen unsere Ritter dann nämlich bis da hinten hin und können die abräumen. Sehr schön. Ich glaube, wir haben einen Engel verloren, oder? Kann das sein? Durch diesen Zurückschlageffekt, der dadurch kommt. Und zwei Ritter. Ja, okay, ja, da kann ich leider jetzt im Nachhinein auch wenig gegen machen. Was bist du? Hat Sankt Tiare, aha. Ja, ich möchte gerne ein Schiff bauen und da dann auch drauf gehen. Ja, super. Dann möchte ich nämlich mal herausfinden, wo der hier unten noch herkommen kann. Das sieht aber nicht so aus, als würde ich hier wirklich weiterkommen. Aber da habe ich gerade eine Stadt gesehen. Da geh doch mal an Land, Kollege. Dann kommen wir die nämlich nur so. Dafür ist jetzt quasi instant scheinbar meine geworden, weil er gerade nicht da war. Oh, jetzt, dann können wir das mal nutzen, um zu schauen, was es hier so gibt. Das sind also drei verschiedene Truppentypen. Gut zu wissen. Ja, wir konvertieren das mal. Auch wenn das unheimlich viel braucht, aber naja. Wusch. Upsala. Ich bin mal gespannt, wie das hier jetzt aussieht mit Gebäuden. Ja, so war es gar nicht mal so schlecht. Wie sieht es mit Truppen aus? Ja, auch gar nicht so schlecht. Können wir halt mal alle Dränge mitnehmen. Na. Jetzt ist die Frage, hilft mir das hier noch irgendwie weiter? Ich befürchte ja fast nicht. Aber wir sind Bedrohnis von da auf jeden Fall losgeworden. Ich habe immer noch nicht einen dieser Tränenaspekte gefunden. Ich hätte ja gedacht, dass es den hier oben irgendwo auf der Ecke oder so zu finden gibt. Die hätte ich mir nochmal holen wollen, da bin ich dann nicht mehr zugekommen. Da war was, ja. Dann stellen wir uns mal hin. Wir gehen erstmal hier hin, um uns da oben die Arcana-Bibliothek noch zu holen, bevor ich das hinterher bereue, die mir nicht geholt zu haben. Und ich wette, er taucht gleich wieder irgendwo auf. Ja, Angriff. So, diese Vögel sind als allererste dran, kommen aber nicht so weit. Das heißt, ich möchte mich eigentlich hinstellen und vor allem den Lichtelementaren Schaden machen, weil die haben ja einen scheiß Kettenblitz. Naja, jetzt kommt nämlich sowas. Und das macht dann schon mal weniger, wenn wir den vorher Schaden gemacht haben. So. Aber auf die Vögel. Den Rest geben. Wobei ich jetzt, glaube ich, schlecht stehe. Nein, wir dürfen noch mal. Das ist besser. Dann kümmert ihr euch auf jeden Fall schon mal endgültig um die. Dann wirst du nämlich erstmal warten. Ich habe nämlich keine Lust darauf, dass sich meine Schützen sich durch unsere eigenen Truppen durchschießen.
Ah, sehr schön, das ist gut. Er kann bis nächste Runde nichts. So, dann dürft ihr per Gleitangriff gegen die. Thema geklärt. Nächste Runde. Ja, jetzt können die wieder. Wir können es erstmal hinstellen und können da so ein bisschen Schaden machen. So. Wir haben ein paar Vasallen verloren, das war verkraftbar, dafür haben wir endlich mal wieder einen Stufenaufstieg. Dann mal schauen, was es noch so netten Fähigkeiten zur Auswahl gibt. Drei miteinander angreifen wird, gewinnt sie. Ja, das war ein Boni, das fand ich, glaube ich, sehr cool, das haben wir aber schon. Das war Boni gegen Große, das muss nicht zwingend sein. Das ist das hier. Das hilft mir auch nicht. Das war, glaube ich, immer alles so. Wir müssen aktiviert werden, Skills. Das ist prinzipiell, glaube ich, ganz cool. Die ausgewählte verbündete Einheit gewinnt für jedes vor dem Angriff überquerte Feld 2 Zugweite und 15% Schaden. Das ist, glaube ich, ganz nice, gerade bei Leuten, die viel Bewegung haben, um einfach mal extra Schaden rauszuhauen. Mit Glorian zum Beispiel kann das, glaube ich, richtig rocken. Und jetzt müssen wir noch eine Runde warten. Na super. Wir nehmen hier wieder Angriff. Die Blutpunkte können mir total egal sein, denn bekanntermaßen haben wir hier das schon voll. Und dann werde ich wieder hier hinten hinlaufen müssen, weil hier konnten wir noch weiter nach Süden. Irgendwo. Da nicht. Aber irgendwo hier waren noch Sachen. War hier nicht irgendwo auch einer? Aber mir scheint, das geht alles nicht wirklich weiter. Das ist nur eine Mine. Das heißt, es wäre interessant, hier nach unten zu kommen. Da ist einer und da ist einer. Dann gehen wir einfach nochmal zur nächsten Stadt. Dann landen wir doch sicher wieder hier vorne. Genau. Hinten eine Runde. Ich hätte mir das sparen können zu teleportieren. Ich hätte einfach reinrennen können wahrscheinlich. Und nehmen das einfache Stadttor. Um damit hier hinzukommen. Dann können wir auch wieder ein paar Engel anwerben. Also wir können dann gleich sowieso eine Runde warten zum Anwerben. Sind ja wieder Truppen fällig und scheinbar kommt er jetzt erstmal nicht mehr, was mir sehr gut gefällt. So, neue Truppen. Oh Gott, wir bekommen viel zu viele Engel. Wie soll ich mir das denn leisten, da die für die alle Edelsteine zu haben? So. Wir kriegen aber auch unheimlich viel, was natürlich auch ziemlich gut ist. Wenn sich das mal anguckt, wie schnell unsere Armee gerade wächst, das ist schon ziemlich nice. Und dann gehen wir damit mal hier runter. Ich wollte jetzt noch gucken wegen Bauen, wenn wir gerade schon so weit sind. Das möchte ich jetzt gerne haben, dass wir die Boni endlich mal bekommen. Da haben wir das schon, dann holen wir uns hier. Das möchte ich jetzt gerne haben zum Wiederwerken. Und in der letzten Stadt fehlt mir noch das Engelgebäude. Das möchten wir dann auch holen, damit wir noch mehr davon bekommen. Weil je viel, desto mehr und so. Kennt ihr ja. Ah, da sieht man auch die beiden Portale. Kommt. Oh, Schande. Oh, Schande. Der Punkt ist der, wenn ich jetzt ein Stück weiter laufe, ne, die Stadt ist niemals am nächsten dran. Shit. Kann ich noch irgendwas machen? Kann ich hier noch irgendwas machen, um zu der Stadt wieder hinzukommen? Ich meine, ich müsste mir ein neues Schiff holen.
Das heißt, er ist wahrscheinlich durch diesen Strudel. Das heißt, wahrscheinlich sollte ich da auch mal durch, um zu ihm zu kommen. Wir probieren das einfach mal. Das verbesserte Stadttor. Und wahrscheinlich kann ich mich danach nicht nochmal normal stadtportieren. Das heißt, ich muss warten und dann wird er mir die Stadt wahrscheinlich... Nein. Okay. Das kommt uns jetzt natürlich entgegen. Denn dann kann ich mich hier hinstellen. Mich hier rüber teleportieren. Und ihn angreifen. Er zählt euch für mich nur als trivialer Gegner. Und dann heißt es, gib ihm. Oh, Kampf auf einem Schiff, weil wir in der Nähe vom Wasser sind. So, jetzt wollen wir mal. Euch möglichst effektiv und habt ihr noch mehr Bewegungsreichweite und ihr auch wirklich an jeden rankommt. Was sind die Heilsoldaten? Wo sind denn die... Ach, die Frosche hat ja gar nichts für. Dann nehmen wir für die Guste einer Heilsoldaten hier. Und machen die in einem Zug. Boah, das war dumm. Ich hätte mich hinstellen sollen, hätte eine andere Einheit angreifen sollen. Und ich in der Lage bin, dort ein zweites Mal anzugreifen. Ihr werdet mal warten. Diese scheiß Feuerbälle immer, ne? Ich schaue ja doch vor, das, was er halt immer macht, um hier richtig viel Schaden reinzuwirken. Stück holen wir hier nochmal schon mal wieder. Oh, jetzt kommt einfach da richtig viele an. Aber da haben wir einen kleinen Schuss drauf. Und da sowieso. So, ihr holst mir die wieder. Und könnt dann ein Stück weiter gehen. Ja, die letzten Heilsoldaten werden sie jetzt wahrscheinlich angreifen. Und da wir zuerst angreifen, ist das irgendwie wenig interessant. Dann noch da drauf. Ihr dürft euch verteidigen. Denn ihr kümmert euch jetzt noch um die. Sehr schön. Dann sind wir dann nämlich auch schon wieder durch. Mir fällt gerade an, ich habe beim Levelaufstieg wieder vergessen, nach kollektivem Heilen zu gucken. Das war vielleicht nicht ganz so klug. Das wollte ich aber immer noch mal machen. So, ab aufs Schiff. Denn ich werde jetzt einfach durch den Strudel durch. Auch wenn dann sowas ja normalerweise Truppen kostet. Aber dann wissen wir wenigstens, was hier vor sich geht. Und wo er hier immer herkommt. Mal sehen, ob wir ihn hier irgendwo finden. Oder irgendwas von ihm. Das ist ein Einwegportal. Das klingt ja immer schon mal scheiße. Wegweiser. Wo sind wir hier denn? Wer strudelt? Oho. Da ist er scheinbar. Der sich da irgendwo rein bewegt. Sie machen nicht viele Worte. Eine Schlacht scheint unausweichlich. Wie wollt ihr die Burg nehmen, ohne die halbe Armee zu verlieren? Wir müssen irgendwie die Tore öffnen. Könnten wir uns nicht als Naga verkleiden? Lady Jezebeth, als Soldaten Elrads verschmähen wir Schwindel. Tatsächlich sind wir nur nicht gut darin. Elrad wird aber nichts dagegen haben, dass wir wie Naga denken. Die Naga setzen Wasserelementare ein. Wir werden selbst ein paar Elementare herbeirufen. Feuer könnte die Mauern zerstören, aber wir bräuchten viel Holz. Wir wollen die Stadt einnehmen und nicht niederbrennen. Dieses Gebiet ist uralt und war den Menschen immer heilig. Bei ihrer Bekehrung des Falkenimperiums haben die Engel keine neuen Elrad-Schreine errichtet, sondern einfach Ilads mit Lichtsymbolen bedeckt. Wir sollen uns der Kräfte des Luftdrachens bedienen? Kilburn! Ilad ist Elrads Bruder. Wenn wir das tun, können wir die Stadt kampflos nehmen. Es gibt hier reichlich trockenes Holz. Der Plan ist brillant. Elrad hat euch inspiriert. Sehr schön. Am besten mache ich den Satz, nein, wir sind einfach nur nicht gut darin. Aha, was heißt das jetzt? Führt das Ritual an den Schreinen aus. Sehr schön, das sollte sich ja wohl machen lassen. Silvergewässer spricht für sich selbst. Angeln verboten, ja. Doch, tut er irgendwie. Hier irgendwo müsste der erste Schrein sein, wo wir hinkommen. Da ist ein Konflux, da möchte ich mal vorbeischauen. Vielleicht haben sie irgendwelche guten Nachrichten. Gucken wir direkt mal nach dem Besten. Hallo, das sollen die höchst bewerteten sein, also ich, da unten welche.
Haufen Bugs. Steht alles nicht irgendwie toll. Das möchte ich wohl haben, die Waffenschmiede. Oh, ihr seid viele. Jetzt was für eine Schwierigkeit seid ihr? Trivial, ja, dann probieren wir das. Wenn der Computer sagt, ich kann das, dann kann ich das. Oha, und zwar nehmen wir wieder die Möglichkeit hier. Zwei Bewegungen und Angriffsboni dazu. Dann machen wir hier nämlich schon ganz schön viel Schaden. Ihr wartet in der Hoffnung, dass ihr weiter Angriff zieht. Genau. Ah, er ist auf die Ritter gegangen. Schade. Jetzt, oh nee, oder? Na, dann müssen wir zwangsweise warten. Ihr könnt unsere Greifen nämlich schon mal wiederholen. Das hilft mir alles nicht, dann werdet ihr diese Runde nichts tun. Runde 2, da ist das noch aktiv? Ja, scheint so. Sehr gut, dann nehmen wir uns jetzt die, denn das waren die, die zuerst dran waren. Und wir hauen sie komplett weg, sehr schön. Können dann nochmal, aber haben nicht mehr genug Bewegung. Na super, das heißt, wir können dann ein Stück nach vorne, dürfte mir schon reichen für nächste Runde. So, Ladies, ihr werdet jetzt auch erstmal vom Angreifen abgehalten. Und nochmal Glück. Bans. Und keine Gegenwehr. Was sie dazu animiert, auf der Stelle stehen zu bleiben, was mir auf jeden Fall entgegenkommt. So, die sind auch raus. Ich sollte mich nochmal hinstellen, Heilung auspacken und schauen, dass ich euch wieder bekomme. Ihr wartet auch mal kurz, denn dann kann ich mich hinstellen und kann ich hier noch einen Tacken heilen. Ihr könnt eigentlich auch locker warten und für euch sind nur die Ritter im Weg. Und das Problem lösen wir jetzt einfach. Und dann war das ja wirklich nicht schwer. Boah, dafür habe ich richtig viel Erfahrung gegeben. Und ein beeindruckender General. Wenn 25 Schlachten hat, dann gibt es hier wieder Punkte, mit denen man dann neue Sachen freischalten kann. Hm, nicht genug Bewegung, ich hasse es so. Und da ist der erste Schrein, das heißt, wir wollen hier mal weiter runter. Jedenfalls zu dem Schrein hin. Mal sehen, ob wir vielleicht zwischendurch einfach noch mal Städte finden, um das die alle ein bisschen loszuwerden. Das wäre ganz praktisch. Hm. Ja, bezahlen wir. Hetzer Antan steht vor einem Elrad, dem Drachengott des Lichtes, geweiht mit dem Schrein. Lauriel, Yisbeth und Kilborn stehen erst neben ihm, als Antan die Arme in den Wind reckt. Wären Sarah und Uriel hier, würde Blut fließen. Die Gründung der Tempel hat lange gedauert. Ich war dafür, die Stadt niederzubrennen. Nur fürs Protokoll. Engel Lauriel. Alles andere würde zu viel Blutvergießen führen. Antan wurde von Elrad inspiriert. Elad, ich bin ein Greifenherzog. Durch meine Adern fließt ein heiliges Blut. Ich beschwöre deine Kraft zum Wohl von ganz Aschan. Ich widme diesen Schrein dir und deinem Bruder Elrad. Möget ihr uns in dieser dunklen Stunde eure Hilfe gewähren. Sehr schön. Nehme ich ja noch die Kristalle wieder mit. Bevor wir die bis zum nächsten Mal ausgehen, dann schauen wir mal weiter. Oh, umgucken. Sehr schön. Schwupp, dann sehen wir schon mal ein bisschen mehr. Das heißt, ich muss wieder hier oben lang. Da kann ich rüber. Sehr gut. Euch kann ich ja mitnehmen. Ihr dürftet ja eigentlich sagen, ihr rennt weg. Ich nehme hier den Wegweiser mitnehmen für mehr Bewegung. Überqueren wir doch hier mal den Flammenschrein Fluss. Flammenschrein ist gefallen.
Jahrhunderte eine unbezwingbare Festung. Die Naga haben sie genommen wie eine Hütte an einem Bach. Der Fluss war die stärkste Verteidigung, aber sie war wertlos gegen die Naga. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Aha. Trivial, trivial trägt immer gut, aber mit denen werden wir uns erst beim nächsten Mal legen. Wir sind nämlich jetzt schon wieder recht lange dabei. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.